Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder einen kleinen Vlog von uns. Wir nehmen euch in den nächsten Tagen mit und zwar fahren wir nach Abu Dhabi und machen dort einen kleinen Kurzurlaub. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir uns freuen, einfach mal ein paar Tage abzuschalten. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, okay Selin, du lebst in Dubai, du bist eigentlich im Dauerurlaub. Aber nein, so ist es nicht. Ich meine, wir haben hier auch unseren Alltag, wir haben unsere Arbeit, unsere Termine, ich habe meinen Haushalt, die Kinder gehen in den Kindergarten. Also man hat hier wirklich jeden Tag etwas zu tun. Klar haben wir den Vorteil, wir können zum Pool, wir können zum Strand, aber oftmals fehlt einfach die Zeit dazu. Ich muss jetzt erstmal raus in den Storage, weil dort unsere Koffer sind. Und genau, dann fange ich an zu packen. Ich habe irgendwie immer Angst, dass mir was entgegenspringt, aber ja, Danny hat hier zum Glück sauber gemacht. Es ist leider alles total sandig und staubig, aber das lässt sich hier nicht vermeiden. Ich habe uns jetzt diesen Riesenkoffer hier einfach rausgeholt. Das müsste auf jeden Fall für uns vier passen. Der Rest der Bande, der sitzt hier und übt fleißig mit Sofatutor. Also wir nutzen die Plattform wirklich regelmäßig und die Kinder haben einfach so viel Spaß und lernen auch richtig toll. Carrot. Bravo! Tomato. Also ihr seht auch, die Lernvideos sind sehr kindgerecht gehalten und die Kinder sind richtig motiviert und machen auch aktiv mit. Am Ende der Lernvideos gibt es dann auch Übungen, die die Kinder machen können, so dass sie das Erlernte wiederholen können. Where is the apple? Ja, bravo, mein Schatz. Und das ist? Banane. Schieb, 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 schieb. Super. Klasse. Richtig gut. Und jetzt müssen wir auf Überprüfen. Und bravo, alles richtig gemacht. Bei Sofatutor findet ihr Lerninhalte von der 1. bis zur 13. Klasse und auch für die Vorschule. Es gibt über 12.000 Lernvideos mit interaktiven Übungen, einen Vokabeltrainer, ihr könnt Arbeitsblätter ausdrucken und lösen und es gibt auch einen Hausaufgabenchat. Ich kann euch Sofatutor wirklich nur von Herzen empfehlen. Falls ihr es noch nicht ausgetestet habt, dann solltet ihr das definitiv machen. Ich sehe einfach, wie viel Spaß Elana beim Lernen hat. Ganz ohne Druck und Stress in ihrem eigenen Tempo. Und das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe jetzt auch noch ein mega tolles Angebot für euch. Unten in der Infobox findet ihr meinen persönlichen Link für euch. Und damit könnt ihr Sofatutor für 30 Tage lang kostenlos austesten. Und danach erhaltet ihr noch -60% auf alle Lernpakete. Ich packe jetzt erstmal hier die Sachen von den Kindern ein. Das Ding ist, momentan ist es wirklich relativ kühl hier. Deswegen muss ich auf jeden Fall Jäckchen und auch Pullis und lange Hosen mit einpacken. Ich habe jetzt soweit alles eingepackt. Danny muss mir gleich nur noch seine Sachen rauslegen, weil ich nicht weiß, was er mitnehmen will. Und genau, Zahnbürsten, Schminke etc. packe ich dann morgen mit ein. Guten Morgen, ihr Lieben. Unser Roadtrip beginnt jetzt. Es war eine sehr, sehr schwere Geburt, bis wir alle mal in diesem Auto hier gesessen haben. Ich sag's euch, selbst wenn man nur für ein paar Tage verreist, man nimmt den ganzen Haushalt mit. Aber ich komme mit Kindern, das ist einfach so. Jedenfalls freuen wir uns schon sehr. Wir müssen jetzt noch ungefähr ein Stündchen fahren. Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen und der erste Eindruck ist so richtig wow. Also ich freue mich schon auf unser Zimmer. Also hier ist noch alles etwas weihnachtlich dekoriert, aber es sieht einfach so wunderschön aus. Hier draußen kann man sich hinsetzen und chillen. Wir erkunden jetzt hier mal alles, aber es ist richtig schön orientalisch alles. Ups, ja, ich habe es nicht so mit Push und Pull. Richtig schön. Da geht's zum Strand.
Und Leute, das Wasser ist einfach türkis. Also es ist extrem windig. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Aber trotzdem so, so schön. Die Lana ist ja sehr mutig immer. Du bist da vorne, Elanchen, ne? Von mir gibt es jetzt hier erstmal eine Roomtour. Also wir sind wirklich gerade außer Rand und Band. Also unser Zimmer bzw. unsere Wohnung sieht so wunderschön aus. Das hier ist erstmal das Wohnzimmer. Dann kommen wir hier einmal in einen Raum mit zwei Betten. Dann geht's hier weiter. Und hier Kaffee. Ist gibt's hier, ja, hier ist das Badezimmer, die Toilette, Dusche und Badewanne. Und Badewanne. Ey, so cool. Ihr wisst, ich liebe Sauberkeit und es ist einfach eine 20 von 10. Hier gibt's Poochies, die habe ich gesucht. Cool, ja. Was ist denn hier für ein Raum? Hier war ich nicht. Ist das auch eine Toilette? Ist das ja ein Klassiker, oder? Ja. 20 Toiletten. Ach du lieber Himmel, hier ist ja noch ein Badezimmer. Dann geht's weiter. Das hier ist unser Schlafzimmer. Also, ich finde die Farbe auch schön. Mit diesem Grün. Moment, Mama, ich möchte lieber. Dann, wo geht's? Noch ein Bad. Okay, wie viele Badezimmer gibt es hier, Leute? Oh mit Badewanne. Gott. Toilette, Dusche. Hier ist noch eine Badewanne. Ja, Puppi, noch eine Badewanne. Jetzt eigentlich der beste Raum für dich, ne? Mein Zimmer. Ja, hier ist so ein Ankleidezimmer, richtig cool. Jetzt? Das war's aber noch nicht, denn jetzt kommt unser Highlight. Und zwar haben wir einfach ein Private Pool. Kann mich jemand mal kneifen? Und was ich halt auch mega gut finde, das ist hier alles geschützt. Also die Kinder können nicht einfach raus. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Tag mit Prinzessin Jasmin. Wir sind jetzt erstmal frühstücken. Ich habe das Buffet nur von Weitem gesehen und Leute, es ist so heftig. Deswegen, wir jumpen jetzt erstmal direkt dahin und nehmen uns alles, was es da gibt. Ich liebe ja so süße Sachen und die haben einfach so eine riesige Auswahl. Natürlich auch ein bisschen Obst. Omelette mit Oliven, boah, die sehen ja richtig gut aus. Und die Kinder haben Scrambled Eggs, Kakao, Käsetoasti. Normale Eggs. Und normales Ei. Boah, Elana, du hast ja schon alles aufgefuttert. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und laufen gleich zum Strand. Wir haben auch Sandspielzeug mit dabei für die Kinder. Also ehrlich gesagt ist es jetzt noch etwas windig und kühl, deswegen glaube ich, dass Schwimmen nicht drin ist. Aber was ich mir fest vorgenommen habe, ich hüpfe hier noch in den Pool bei uns rein. Ehrlich gesagt könnte ich hier wirklich stundenlang einfach auf dieser Liege hier liegen und chillen. Ich finde das gerade so beruhigend. Aber ihr hört schon im Hintergrund, die Kinder sind unruhig und wollen los. Wir flattern alle halb davon. Aber das Wasser ist wirklich Traum. Der Sand ist auch richtig schön angenehm. Also das ist so ganz, ganz feiner, pudriger Sand. Die Hasis sind da schon am Buddeln und am Bauen. Danny hilft fleißig mit. Ja, ich hatte euch ja groß angekündigt, dass ich heute in den Pool gehe, aber die Sonne scheint noch nicht mal. Aber wisst ihr, was ich mache? Zumindest... Danny, das Wasser ist warm! Ich schwöre! Das ist beheizt! Das Wasser ist warm!
Aber ich glaube, ja, du guckst schon so, ich will nicht rein, mir ist kalt. Wir genießen auf jeden Fall noch hier unseren Kurzurlaub. Wir hoffen natürlich, dass der Vlog euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.